Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimrock: Labyrinth of Lies. Ja, wir haben wieder diesen tollen Raum hinter uns gelassen, wobei ich mich immer noch frage, wie wir da reinkommen. Ja, aber das will ich jetzt erst einmal nicht machen. Ein Shift von hier aus gibt es leider auch nicht. Fackeln, die nehme ich doch mal mit. Na, ist sie überladen. Wie drollig. Na gut, dann bleibt mal eine hier. Zwei nehmen wir mit. Oh, du bist ja auch noch angeschlagen. Hier war der neue Dino-Bereich und es ist dunkel, merke ich gerade. Gibt es hier eigentlich hier drin noch irgendwas Interessantes? Do not put anything inside the cages. Green lizards are hungry creatures. Ja, to the main hall. Na? Mein Federfall ist jetzt deaktiviert. Und ich habe gehört, wie was aufgeht. Sollen wir das jetzt Sorgen machen? Beziehungsweise ich habe gehört, dass was zugegangen ist. Dadurch, dass ich hier drin stand. Ah. Ein Secret, zwei Thoringhammer. Ich höre noch was aufgehen. Lightning Quarrels. Okay. Und ich höre hinter diesem Gekrabbele auf jeden Fall noch. Oh, hi. Hi, Jungs. Ja, ich habe euch auch schrecklich lieb und vermisst. Ja, und Scavenger Tief. Ja, Zahn. Winged Boots brauchen wir nicht. Katschel brauchen wir auch nicht. Horn Skull ist okay. Ein Rampage Shield. Unarmed Combat. Okay. Dafür bräuchten wir einen Unarmed Taurus. Was mich gerade dazu bringt, dass ich mit ihm die ganzen Schädelschrott mal oben einsortieren sollte, schnell. Ich hoffe, wir kommen da raus, wo ich denke, dass wir rauskommen.
Ja. Hier ist nämlich unsere Gerümpelkammer und hier ist die Säcke mit den Schädelsachen. Beasthorn, Scavenger, Tieflizard, Fangs, kann alles erstmal weg. Oh, ach ja. Ich habe mal das eine Rätsel, was wir da unten gefunden hatten, was ich mir mal markieren sollte. Nicht hier, sondern genau hier. Nein, hier. Rätsel noch lösen. Dieser dreifache Text an der Wand, von dem ich dachte, da müsste ein Schild oder drei Sachen sogar rein. Habe ich mal übersetzt, das klingt. Au, 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 falsche Richtung. Da ist man zu sehr aufs Reden konzentriert und läuft falsch. Also ja, ich habe den Text mal ins Deutsche übersetzt. Und er klingt nach einem bösartigen Glanz, also einen bösartigen Blick einer versteckten Waffe oder versteckten Verteidigung und einem nützlichen Werkzeug. Also entweder ist es ein Tool, nützlich, ist es ein Dolch oder es ist ein Umhang. Main Hall, noch so also ein Schlüssel. Ja, wie nett. Warum geht's da wieder nach oben? Dann kommen wir hier irgendwo in der Mitte raus. Fire and Lightning over. Feuer und Blitze sorgen immer für eine interessante Show, findest du nicht auch? Ja. Erstmal nach unten. Dich kann ich nicht treffen, du bist zu niedrig. Dann treffe ich dich halt so. Blöder Blutekel hier. Ah, das war das Blutekelfleisch. Das andere war ja Schnecken, also Slugfleisch hier, Slug, genau. Also Nacktschnecke. Auch das ist nett. Das ist einer von den Pilzen. Federfall ist noch aktiv, also. Hi! Wer hat die Spinnen wieder eingeladen? Ernsthaft. Ich krieg doch jedes Mal einen Anfall, wenn ich bei denen lande. Vorringheimer brauchen wir nicht unbedingt. Was ich übrigens mal ausprobieren könnte, die hat ja noch das sicherlich das Rezept. Tarbreed, Bloodrock. Naja, okay, Milkweed braucht man so oder so.
Ich habe nämlich gedacht, vielleicht könnte ich damit mir irgendwie die Potion ableiten. Greater Revenuation Potion, nein. Okay, Schleimbälle sind es schon mal nicht. Die sind es auch nicht. Dann habe ich noch die Dinger hier. Die Dinger hier. Bloodweed macht auch nichts. Wahrscheinlich ist es eher diese seltenen Kräuter. Also gerade die drei hier. Weil du machst... Oh, eine Revelation Potion. Nur dadurch, dass ich dich da rein habe. Okay. Du machst eine... Was bist du? Du siehst aus wie eine Greater Healing Potion. Nur durch Bloodweed, okay. Und du machst gar nichts. Du machst Mana. Hm. Schade, ich dachte vielleicht, dass man hier irgendwas draus zaubern könnte. Okay. Da sind die Wurfhämmer. Eine Notiz. Sarumans Sicherheitssystem ist eine Falle. Die Schalter beginnen mit einer 1 im Nordwesten des Raums und gehen dann in Uhrzeigersinn herum zu Schalter 6. Viele Kombinationen für verschiedene Lagerräume. Tritt nicht in eine... lass dich nicht einsperren. Du musst Zugang zu Sarumans Bücherei kriegen. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Dass der weiße Zauberer Saruman uns umbringen will. Genauso wie ihr hier. Und noch so ein Giftteil. Mhm. Wo komme ich jetzt raus? Ah, auch wieder hier. Also ja, das war ein separater kleiner Abschnitt hier. Gut. Wäre das auch geklärt? Ich kann also jederzeit nach unten abhauen. Du hast wahrscheinlich keine Zeit, um dir um die Truhe Gedanken zu machen. Aha. Okay. Wow. Gleich mal nach unten. Okay, das können wir jetzt ziemlich gut ausnutzen, hoffe ich mal.
Jetzt, wo alles nämlich freigelassen ist und wir jederzeit abhauen können. Und ich glaube, es wäre schneller gewesen, wenn ich einfach den Regeneration angeschmissen habe und hätte und gepennt hätte. Wow. Okay, aus Reflex abgehauen. Habe ich mit dir irgendwelche coolen Fernkampfzauber? Flying or Floating Monsters. Das sollte ich mal ausprobieren gegen die bösen Feuerelementare.